Okay. Untersuche den blockierten Weg. Wir konnten da durchgehen, ne? Spuren. Barfuß. Von Nightingale? Ja, wir sind da durchgegangen. Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Oh, okay, können wir das aufheben oder so? Warum ist das so verschwommen? Können wir damit schon was machen? Spur verloren. Warte. Fußspuren, die unter dem Felsen hervorkommen. Er ist durch einen Felsen hindurchgegangen? Das macht keinen Sinn. Spur verloren. Denken. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Stelle ich die falschen Fragen? Ist hier sonst noch was? So ganz stringent ist das aktuell nicht. Oder mal duzt er, dann siehst du dich. Und auch die Herleitung des Hauptcharakters ist etwas komisch. Ja, ich, also so ganz durchsteigend tue ich auch noch nicht. Also zum einen ist es halt... Ach, jetzt heben wir es hoch. Ein Spiel, was ich auch gar nicht kenne. Ich habe halt auf den ersten Teil eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Da stand aber voller Text. Mit Schreibmaschine verfasst. Nicht zur Hälfte. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Ich wollte gerade sagen, was steht denn drauf? Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte, zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Sie hatten recht. Das ist genau mein Ding. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Gedankenraum. Wir können da ganz schön oft hingehen, ne? Manuskriptseiten liest du in Sages Gedankenraum? Oder Saga? Was haben Nightingale und diese Seite gemeinsam? Wir haben die ja schon gelesen, ne? Also wir kennen die ja... Okay, wir haben eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Leiche an. Und gucken, ob da irgendwas drin ist. Die hat eine Intuition, die Frau. Haben wir gerade die Augen von innen gesehen, von ihm? Okay. Jetzt gehen wir zurück. Er läuft einfach vor. Wenn du feststeckst oder unsicher bist, was du tun kannst, dann denk daran, dass du den Gedankenraum aufsuchen kannst. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir müssen mal gucken, ob in der Leiche, in der Brust, ob da irgendwas drinsteckt. Auch wenn wir natürlich nicht die besten Personen sind, die das machen sollten. Normalerweise macht das ja dann die Gerichtsmedizin oder so. Die dann da, ne, hier Obduktion und Co. Und man würde ja wahrscheinlich nicht hier als Agent irgendwie in der Leiche rumfummeln. Hey, Sie sind zurück. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Hat er das? Ich habe ihm gar nicht zugehört, scheinbar. Können wir hier jetzt noch irgendwas machen? Nee, also ich meine, es ist ja auch gut, dass wir das jetzt nicht machen, sondern dass das dann irgendwie im Nachgang vielleicht nochmal
Gut, gut. Können wir jetzt mit irgendwem noch sprechen? Nö, dann keine Ahnung. Können hier nochmal lang schauen? Hier ist halt... Ich werde mich umsehen. Scheinbar nicht so viel los. Lassen Sie sich Zeit. Hallo, ich bin Agent Anderson und das ist Agent Casey, FBI. Der ist doch gar nicht da. Wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen zu einer laufenden Ermittlung stellen. Keine Antwort ist auch eine Antwort, ne? Ja, danke fürs Gespräch. Schräg. Echt schräg. Huch. Upsi. Haben wir nicht durchgepasst, habe ich genau gesehen. Da drüben war auch noch so ein Tor. Versperrt. Sie wollen wirklich nicht, dass hier jemand reinkommt. Okay, muss ich jetzt erst wieder Escape drücken? Das ist schräg. Das musste ich vorher nicht. Okay. Also wir müssen immer noch rausfinden, was ihm zugestoßen ist. Wir können ja nochmal in den Gedankenraum gucken, ne? Das stand ja extra schon da. Wir haben ja hier noch... Genau, er verbirgt etwas. Warte. Dahin. Damit sie ein bisschen was ja weiter nachdenken kann. Hier gibt es mehr zu sehen, als ich dachte. Ich muss die Leiche in der Stadt genau untersuchen. Ja, das habe ich doch schon gesagt. Das Lesen der Worte dieser Worte. Lalalala. Der Brief, den wir gefunden haben. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren. Ja. Und nachzusehen, was sie verbirgt. Habe ich doch gesagt. Hier gibt es nichts mehr. Ich muss die Leiche zur Untersuchung in die Stadt bringen. Also ich hoffe, das muss sie nicht persönlich tun. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Haben Sie sich verlaufen, Anderson? Nein. Ich komme doch gerade zurück. Bringen wir die Leiche zurück in die Stadt. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort! Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaff das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dear Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Oh, okay. Danke. Schlüssel zur Abkürzung. Das ist dann wohl hier rechts gewesen, ne? Ja. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Hat funktioniert. Der Schlüssel passt. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald, die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Anders. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen sie bestimmt nicht oft. Deswegen macht ja das FBI mit. Das will ich mir kurz angucken hier. Gibt es hier irgendwas zu gucken? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Noch eine Lunchbox? Wer lässt die hier rumliegen? Das ist eine gute Frage. Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Manuskriptfragmente. Okay. Braucht nicht mal runterspringen. Ich kann einfach darunter gehen. Ich bin wie Jesus. Ich kann über Wasser gehen. Nur ich kann einfach Abgründe so herunterschweben. Also super lange. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Harz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snufffilm zu drehen? Vielleicht. Das ist und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können.
Ja, das ist aber unsinnig. Ich möchte mich kurz umsehen. Sie wissen ja, wo ich bin. Hä, warum will ich mich denn umsehen, wenn ich vorgehe? Hier gibt's doch nichts mehr zum Umsehen. Kannst du bitte einfach mitkommen? Und nicht so lahmarschig sein? Komischer Typ. Der ist einfach zu alt für den Job. Geocaching? Hostel zum Beispiel? Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Filme, wo Leute gequält werden. Ach so. Ja, ich habe gar keine Ahnung. Wusste ich nicht. Snuff-Film. Ja gut, das dann passt ja die Beschreibung auf jeden Fall. Das Federal Bureau of Control? Das ist ja mal was Neues. Toxisches vulkanisches Gas. Das FBC ist eine ominöse Abteilung, die nur für seltsame Fälle auftaucht. Was ist so ungewöhnlich an vulkanischem Gas? Keine Ahnung. Lauf, Typi, lauf. Ach, wir sind schon zurück. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Ja, ich fahr. Okay, ich fahr nicht. Du fährst? Oh, falsches Auto einfach nur. Okay. Dann ab nach Bright Falls, da wo wir herkommen. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Auch nett, sie fragt so und dann sagt sie, ja, nö, egal, ich parke hier trotzdem. Sieht eigentlich, glaube ich, aus wie ein richtiger Film, wenn man die Grafik hochstellt. Ich mag das sehr. Ich finde es echt cool. Diese Videosequenzen sehen schon richtig nice aus. Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Okay, ist das das Diner? Das sieht aus wie ein Anlegehafen. Oh, ich könnte jetzt auch einen Hotdog essen, ne? Wobei ich eigentlich gar nicht so viel Hunger habe im Moment. Gucken wir uns mal die Karte an. Vielleicht haben wir dann auch eine Map von dieser wunderschönen kleinen Stadt. Ja. Hier gibt es die Karte auf Tab. Ich dachte, die Karte war M. Okay. Können wir da reinzoomen? Ja. Direkt am Wasser? Ach so, das ist das Diner. Ich dachte, das ist dann so hier oder so, aber... Ach, wir sind sogar im Gedankenraum für die Karte. Wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Ich weiß von nichts. Okay, euren Kaffee darf ich nicht. Ich darf nur den Kaffee, den wir gleich trinken, wenn wir mit den Sheriffs... Man kann die genug Kaffee haben. Süß. Dann müssen wir da wohl rein, ne? Das ist halt eigentlich schon eine coole Stadt, so hier alles grün und Berge und Wasser. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Washington. Gibt schon schöne Ecken dort, ne? Sie müssen Sheriff Breaker? Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Er sagt, er bringt uns Kaffee mit und gibt nur ihm einen. Und den anderen behält er für sich. Und wir haben jetzt keinen. Er hat doch schon einen unsichtbaren Kaffee getrunken. Warum kann ich den nicht haben? Richtig unhöflich. Mir wurde gesagt, es gäbe Zeugen. Ihre Deputies meinten, sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aus. Madligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden, aber überzeugen Sie sich selbst.
Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Seine Stimme ist sehr laut, ne? Aber seitdem der Cauldron Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. 2010 gab es am meisten Vermisstenmeldungen. Dann wurde der Zaun gebaut. Ja, genau so war es. Sollten wir zuhören, was er mit ihm redet? Ich kann das einfach nicht glauben. Mir ist immer noch flau im Magen. Ja, ist ein Stück Kuchen, Ed. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Sind Sie die Bookers? Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien. Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe. Okay? Warum waren Sie am Cauldron Lake? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Fragen wir erstmal, warum Sie da waren. Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Warum glaubst du, dass es ein Kult war? Was haben wir da für ein Foto bekommen? Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Hat nichts mit dem Kult zu tun. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Das war ihre Intuition. Profiling. Vielleicht hilft mir das. Die Bookers, der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen wir die Kult? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Wieso weiß sie das? Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Woher weiß sie das jetzt? Also so eine Intuition kann man doch nicht haben. Oder ist sie Hellseherin? Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Herr mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. Okay. Ich glaube, du hast etwas gefunden. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay, wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Das ist eine gute Frage. Sie müssen es übergeben. Okay, okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Spiel gespannt. Danke, das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh Gott. Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Wir kennen Sie wahrscheinlich.
mal ganz weit hergeholt. Ich dachte, nach dem, was ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir sie hier nie wiedersehen. Ja, ich habe die Grafik runtergeschraubt. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Schräg. Wenn Sie meinen. Ist das so? Hatten wir eine Tochter, die ertrunken ist? Hi. Okay. Wir gehen nochmal ganz kurz in den Gedankenraum. Man ist gefühlt fast nur noch da, aber... Wir haben doch gerade was gefunden. Wo ist das denn hin? Warte mal. E. Profiling. Waffenverbesserung. Karte. Falltafel. Wir haben doch gerade die Sachen gefunden. Wo sind die denn? Das aber war einer der... Das haben wir ja, glaube ich, schon... Das ist das, was wir sozusagen unterwegs auch schon gelesen haben. Was ist das da? Diese Tasse heitert mich immer auf. Nicht schlimmste, not the worst mom, nicht die schlimmste mom. Ist ein bisschen süß. Gucken wir mal ganz kurz nochmal ins Profiling. Wir haben ja, aber das haben wir glaube ich nur so beiläufig über die beiden gelernt, ne? Da gibt es nichts Neues. Nee, okay. Jetzt wird's komisch und damit ist nicht lustig gemeint. Ja, das stimmt. Die ist irgendwie echt weird. Also ich meine, sie kannte unseren Namen und so. Und eine Tochter scheinen wir ja auch bereit zu haben. Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Der Baum, der groß ist? Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine die Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Okay. Hatte. Bis dann. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Allerdings. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hat ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Aber irgendwoher weiß sie es ja. Also ich meine, woher weiß sie denn unseren Namen zum Beispiel? Und dass wir überhaupt eine Tochter haben und so. Vielleicht wird sie noch ertrinken. Vielleicht ist sie eine Hellseherin. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die beiden das qualifiziert hierher getragen haben. Das ist das Sheriffbüro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Ja, hey. Ja. Ich bin nur hier, um mein Bußgeld zu bezahlen. Ah. Immer Sie bereit sind, mir mein Geld abzunehmen. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut. Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Natürlich ist es da unten dunkel und gruselig. Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Mich jetzt nicht so. Ich sehe das anders. Er macht Witze. Aber ich war auch noch nie in einer, zum Glück.
Okay. Aber es ist schon... Sehen wir uns den Patienten an. Hier Strom sparen, ne? Mit dem wenigen Licht. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Das stimmt. Schon sehr schräg. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Sollte es vielleicht werden? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Die eine Leiche hat doch nachträglich eins bekommen, oder? Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Er hat sie jedenfalls versucht. Und da ist vielleicht irgendwas drin. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Okay, dann gucken wir mal zur Falltafel. Da haben wir ja jetzt offenbar noch 70 neue Beweise, die keine Ahnung wohin gehören. Keine Ahnung, wo das hingehört. Ach, da. Zeit zu ganz sehen, neu. Was Nightingales Bleich für uns verrät. Irgendwelche Hinweise von der Leiche. Finde Beweise. Haben wir ja schon. Todesursache? Wie vermutet sieht es so aus? Sieht es so aus? Als wäre etwas hineingelegt worden. Aufgequollene Gelenke. Aber zur Todesursache müsste auf jeden Fall noch das Herz. Lange Zeit im Wasser. Genau, das Herz muss hier auf jeden Fall noch hin. Denkensaga. Okay, das da. Todesursache, Brustverletzung. Aber die Leiche ist aufgebläht und voller Wasser. Ergibt keinen Sinn. Okay, gibt es eine neue Fragestellung zufällig? Nee, dann müssen die anderen wohl hier zugehören. Ja. Ritualschrift. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Ursache der Aufblähung unbekannt. Seltsame Tattoos auf Haut und Herz. Jemand hat ein Blatt in die Brusthülle gelegt. Tattoos auf Körper und Herz. Wie hatten die Mörder Zeit dafür? Ergibt keinen Sinn. Das ist allerdings eine gute Frage.